Was Leute, mein Name ist der Nächste. Willkommen zurück zum neuen Video und heute spielen wir Nimbatus the Space Drone Constructor, was quasi ein Spiel ist, wo wir Weltall sind und wir können mit dem Raumschiff rumfliegen, welches wir dann selber kreiert haben. Und die Entwickler haben mir einen Code zugesendet, denn das Spiel ist noch gar nicht draußen. Es ist immer noch die Pre-Alpha, deswegen, ja, wir fangen einfach mal an und gucken, wie ich damit klarkomme. Denn solche Spiele sind ziemlich cool. Ich meine, ihr könnt euer eigenes Raumschiff bauen, rumfliegen, alles zerstören, sammeln und so weiter und so fort, von dem ich das gesehen habe. Deswegen ziemlich, ziemlich geil. Loading Galaxy, also quasi die Galaxie wird geladen. Boah, da kannst du aber lange laden. Ich meine, die Galaxie ist riesig, okay? Also viel Spaß am Laden, Bro. Ah ne, wir können nur Continue drücken. Okay, anscheinend wurde die Galaxie fertig geladen. Ja. Fangen wir mit diesem Teil an? Planet Quoyimi. Da steht Visit. Ich drücke auf Visit. Also hier haben wir Planeten. So sieht er aus. Sehr interessant. Destroy Transmitter. Explore nearby locations. Destroy Hives. Ich soll also quasi Sachen kaputt machen. Und ich muss eine neue Drohne erstmal kreieren. Okay, ich sehe dich. Tutorial. Okay, Ich probiere es einfach mal. Das sieht verdammt kompliziert aus, Leute. Aber ich denke, wir sollten es hinbekommen. Was ist das hier genau? Jump Thruster. Oh, es gibt hier so viele Sachen wahrscheinlich, ne? Basic Block. Lass mich mal so... ich sehe schon. Also, ist das zufällig die... Wie soll ich sagen? Ist das zufällig die Hauptzentrale? Ich denke nämlich ja. Oh, ich habe einen zweiten erstellt. Und den kann man auch drehen, glaube ich, oder? Drehen kann man den auch. Episch, episch, episch. Ja, so werde ich ihn drehen. Ganz genau so. Perfekt, Leute. Ist es okay so? Bisschen bewegen noch. So, jetzt ist es synchron. Wundervoll. Okay, ich habe irgendwas gemacht. Ich habe keine Ahnung, ob das gut war, aber ich mache hier dann die Düsen dran, sodass wir quasi mit unserer hier Drone Brain. Also, das ist die Hauptzentrale, okay? Das ist die absolute Zentrale. Mehr zentral geht gar nicht. By the way, wie viel Geld habe ich überhaupt? Jump Thruster, lass uns das Teil mal nehmen. Wieso machst du es da dann bitte? Ich habe keine Ahnung, wieso es da dann ist, Leute. Wir haben sogar eine Batterie. Was macht die Batterie? Ich meine, wir werden einfach mal eine einbauen. Wieso denn auch nicht? Oh, warte mal. So. Ja, so ist besser, glaube ich. So sieht es besser aus. Vielleicht sogar noch ein bisschen weiter nach unten. Oh Gott, ich bin echt perfektionistisch bei sowas. Meine Güte. Ich lasse es einfach so. Ich denke, das ist in Ordnung. Fuel. Da haben wir einen Fuel-Behälter. Big Fuel Tank. Ich glaube, das Ding ist, Leute, dass... Ja, ihr könntet denken, hey, nimm doch gleich das Beste, aber ich glaube, das wird irgendwas mit Gewicht zu tun haben, oder? Was denkt ihr? Ich nehme nochmal einen Fuel Tank an den Seiten. Ja, yeah, Mars 05. Ich glaube, die Teile haben Gewicht und je mehr Gewicht, desto schwerer ist es. Schilder? Cool. Ich habe ein... Wow, cool. Ein Schild, das beschützt mich. Ah. Warte mal, wo kann ich ihn hin tun? Kann ich ihn einfach hier hin tun? Das geht auf jeden Fall. Ziemlich cool. Spring? Was sind Springs? Ich hab keinen Plan. Mechanical Parts. Mechanische Teile. Ah, so diese Teile. Okay, ich sehe dich. Ich kann dich sehen. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was du überhaupt tust. Ich mach dich mal dran. Wir müssen ja irgendwie irgendwas kreieren am Anfang. Oh, hier kommen wir zu meinem Lieblingsteil. Hier haben wir nämlich Waffen, Leute. Oh Gott. Spike. Das Spike klingt ganz gut. Kann ich das auch drehen, Spike? Ich glaube ja, Leute. Ja, man kann es auch drehen. Wundervoll. Die Waffen packe ich einfach mal hier dran. Will noch einen Bruder haben. Oh Gott. Wisst ihr was? Ich mache das hier weg. Und mache den Bruder lieber dran. Damn, Bro. Das nenne ich episch. Das ist richtig, Baby. TNT. Nein, danke. Plasma Short Beam Laser. Das klingt geil, Leute. So. Nach da. Wundervoll. Hoffe ich. Irgendeine Art Sensor. Ja, kann man auch dran machen, würde ich sagen. Ich habe keinen Plan, was ich hier tue. Und was ist das hier? Logic Parts. Gott, es fängt wirklich kompliziert an. Aber ich denke, man muss dem Ganzen einfach mal eine Chance lassen, weil komplizierte Spiele können manchmal so ein bisschen kompliziert sein. Wir werden mal, ja, zum Testen. Wie kann ich das denn fliegen? Oh mein Gott, ich kann auf jeden Fall schießen. Das steht fest. Ah, wahrscheinlich, weil ich keine Boosters habe, oder? Ja. Yeah. Wahrscheinlich, weil ich keine Boosters habe, Leute. Ich kann einfach nicht fliegen. Beziehungsweise, ich weiß nicht wie. Wahrscheinlich deswegen. Back to Editor. Ich musste irgendwas einfügen. Hier. Davon habe ich, glaube ich, aber nicht genug. Würde ich sogar sagen, oder? Ich glaube, diese Teile helfen mir. Ich packe den einfach mal hier hin. Und jetzt machen wir Testflight. Fliegt er jetzt? Oh, da fliegt was. Oh, oh. Ah, in die falsche Richtung, aber lol. Oh mein Gott, ich sehe schon. Das ist cool, aber in die falsche Richtung leider. Frick. Oh, warte mal, die Laser. Tut es. Tut es, bevor es Eier legt. Tut es. Oh Gott, okay, wir brauchen mehr Laser. Mayday, Mayday, mehr Laser. Zum einen kann man die einfach drehen. Seht ihr, jetzt kommen wir langsam rein. Und das ist halt auch gut so, ne? Aber jetzt
haben wir wenigstens die Teile, was wundervoll ist. Und wir brauchen mehr Laser. Nicht nur Mayday, Mayday, wir brauchen mehr Laser, sondern unbedingt. Okay, unbedingt. Was gibt's noch? Bullet Gun Tower. Ich habe das Teil, weil ich das mag. Sieht ziemlich geil aus, Leute. Hat den Gegner eliminiert. Boah, ich mach so. Ich drehe so ein bisschen in die Mitte, weil es dann noch epischer aussieht, Baby. Let's go! Oh mein Gott, wir werden das Beste der Welt haben, Leute. Unglaublich. Was gibt's noch hier? Big Bullet Gun Tower. Das klingt, Bro. Klingt richtig geil. Es sind 9 Zweiten davon. Let's go, Baby. Okay, das ist episch. Und jetzt Testflight. Lass mal sehen. Fliegen kann das Teil auf jeden Fall schon mal. Es kann sogar die Richtung wechseln. Was wundervoll ist. Wieso aber so komisch? Wieso kannst du nur die Richtung in eine Richtung wechseln? Wieso nur in eine? Oh Gott. Okay, das ist geil, Leute. Damn. Leider kann ich die Richtung nur in eine Dingsabumster wechseln. Ich glaube, ich weiß auch wieso wegen dem Teil. 100%ig wegen dem Teil, Leute. Definitiv. Back to Editor. Nein, stopp. Ich will das nicht mehr, okay? Das ist richtig, Baby. Bringt es was, wenn ich das drehe? Keine Ahnung, was bringt, Leute. Es bringt was, wenn ich das drehe. Aber auch nur für eine Zeit lang, glaube ich, oder? Bisschen kompliziert. Und es ist komplett andersrum. So, ich müsste normalerweise, wenn ich nach links drehe, nach rechts. Oh Gott, okay. Es ist komplett andersrum alles. Warte mal, ich muss es, glaube ich, einmal drehen. So extrem drehen. So, genau. Jetzt könnte es klappen. Nein, immer noch. Wenn ich nach links drücke, fliegt er nach rechts. Und wenn ich nach rechts drücke, fliegt er nach links. Was soll das, hä? Kannst du mir das mal erklären? Obwohl, tut er das wirklich? Ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Ich kann auch nicht so gut lenken, leider. Aber ziemlich geil, Leute. Ziemlich geil. Wozu ist die Spring, by the way, da? Ich habe keine Ahnung, wozu das überhaupt da ist. Ja, natürlich. Okay, jetzt übertreibt ihr eure Lage. Kommt mal runter hier, bitte. Ich weiß, woran es liegt. Wir müssen das hier hin tun. Ganz genau hier hin. Und das müssen wir hier hin tun. Jetzt müsste es gehen. Jetzt drücke ich nach rechts. Oh, aber ich kann mich besser drehen. Also, es ist nicht besser geworden. Wow, what the frick? Ich kann mich deutlich, deutlich besser drehen. Was richtig geil ist, Leute. What the fuck? Was passiert hier gerade? Oh mein Gott, ich bin durcheinander. Ich kann auch nicht gerade ausfahren oder so. Das ist quasi mein Problem gerade im Leben. Ich glaube, einer reicht davon. Was? Ich. Keine Ahnung. Ich finde, die Waffen sehen einfach richtig cool aus. Aber na gut, ich habe jetzt ein bisschen was verändert. Ich habe jetzt hier die Teile hingemacht. Testflight. Jetzt kann ich gar nichts auswählen. Also, ich kann nicht auswählen, ob ich den Link aktivieren oder den rechten. Und ich weiß nicht, wieso. Oh Gott, okay, ich bin sowas verwirrt. Ihr merkt, ich glaube, ich spiele das erste Mal dieses Spiel hier. Oh, jetzt bewegt sich das Teil in die Richtung, wo ich hin will. Kann das sein? Könnte das sein sogar? Auch wenn ich mir noch nicht sicher bin. Wir werden auf jeden Fall eine ganz normale Chance geben. Was ich aber noch machen wollte, und zwar war auf jeden Fall ein Schild hier hin machen, weil das Schild ist einfach super wichtig, damit wir nicht sofort K.O. gehen. Deswegen habe ich hier sogar 2 Schilder. Testflight, lass mal sehen. Die Teile zeigen jetzt wortwörtlich. Jetzt kann ich zielen. Wow, das ist cool. Ich verstehe es. Und jetzt können wir sogar attackieren. Problem ist allerdings, auch wenn ich jetzt attackieren kann, ich kann immer noch nicht bestimmen, wo ich lang fahre. Das ging zwar, jetzt habe ich keine Munition mehr, kann das sein? Kann das sein, dass ich keine Munition mehr habe? Ja, das könnte sehr wohl sein. Verdammt, ich bin sowas von tot. Ah, man kann das aktivieren. Hier, Press Key. Wie aktiviert man das? Sei zum Spiel, wenn ich nach links will, dann muss ja das quasi sich bewegen, ne? Dann können wir das jetzt, ich glaube, sogar auf A machen. Das können wir auf D machen. Okay? Pass auf, ich habe eine voll geile Idee, Leute. Das machen wir auf D. Und jetzt holen wir 2 weitere, die wir auf W machen, sodass wir mit den 2 weiteren geradeaus fahren. Und die sind dafür verantwortlich, dass wir nach links und nach rechts uns drehen können. Was geil ist, okay? So, nehmen wir 2 Stück davon. Genau, und die sind auch beide auf W. Seht ihr das? Beide auf W. Bedeutet, theoretisch müsste es jetzt gehen. Ich fahre geradeaus, ich fahre nach links und ich fahre nach rechts. Da habt ihr es, Leute. Schießen kann man auch. Also, ich habe jetzt auf jeden Fall schon die Basics gelernt. Das ist ziemlich, ziemlich nice. Ja, wie gesagt, am Anfang, wenn ich das so sehe am Anfang, denke ich mir immer so, Bro, ich habe keinen Bock, das zu lernen. Das ist brutal viel Info. Könnt ihr bitte einfach verrecken, ihr Loser? Los, verreckt. Ja, wir brauchen irgendwas mehr. Weil unsere, wow. Okay, gehen wir lieber zurück. Unsere Schüsse, die hier, haben nicht allzu viel Batterie. Needs energy to work. Und wir haben hier, nee, das ist ein Speed-Sensor. Wir brauchen Energie. Irgend so eine Batterie oder so. Ist es eine Energie? Ist das Energie oder nicht? Ich glaube ja. Speed Sensor, nein. Keine Batterie. Beziehungsweise Energie. Solar Panel. Hier haben wir Energie, Leute. Large Battery. Diese Batterien können wir überall dran machen. Da, wo sie natürlich nicht stören. Aber wenn wir jetzt normalerweise die überall dran machen, was natürlich die. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel können wir überhaupt dran machen? Ich meine, das ist ja eine Menge. Kann ich schon ehrlich drauf machen? Wirklich? Jetzt soll ich aber deutlich mehr schießen, oder? Ja, jetzt seht ihr quasi, wie die Batterie runtergeht. Seht ihr das? Ziemlich krass, Leute.
Interessant aber. Interessant. Diese Teile können auch unendlich weit schießen. Boah, ist der gerade irgendwie, ja, wieder gespawnt. Ich glaube, ja, jetzt geht die Batterie runter. Geil, geil, geil. Okay, ich akzeptiere es mal so. Und ich würde sagen, wir gehen safe and exit. Und jetzt werden wir sie launchen. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob das eine gute Idee ist. Ich hoffe aber mal. Wir sind dort. Oh Gott, was ist jetzt los, Leute? Könnt ihr bitte einfach verrecken? Alter. Wow. Könnt ihr bitte alle versterben, bitte? Bro, sind das viele. Ich sollte nicht übertreiben, Leute. Es gibt keinen Grund, wieso ich... wow, kann ich sie erstmal töten? Was soll ich töten, damit sie nicht erspawnen? Das Teil vielleicht? Ist es das Teil? Kann ich mich noch bewegen? Ich hab nichts, um rückwärts zu fahren. Das muss ich natürlich ändern, Leute. Ich werde jetzt attackiert. Verdammt. Okay. Ich bin explodiert. Frick. Das kann nicht wahr sein. Ich brauche irgendwas, um rückwärts zu fahren. Ich habe gar nichts. Ich habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht. Wir nehmen zwei Thruster. Die packen wir auf die gegenüberliegende Seite, wie ihr sehen könnt. Genau. Und die werde ich auf S machen. S ist ja quasi so etwas wie BASD quasi zurückgehen. Was das Ganze auf jeden Fall sehr gut machen sollte. So, S... Es, denn dadurch werden wir dann, wie gesagt, nach hinten fahren. Kannst du bitte das tun, was ich sage? Danke. Das packen wir dann ein bisschen so hin. Das packen wir dann ebenfalls, ja, ein bisschen drehen vielleicht. So hin, genau. Ich würde ja gerne mehr Waffen haben, aber ich denke, das ist mal okay. Test Flight. Ne, nicht Test Flight, das wollte ich gar nicht. Safe and Exit und lass uns nochmal dahin gehen. Launch. Let's go, Baby. Was soll ich überhaupt machen? Was ist nochmal mein Ziel? Ich hatte nämlich Aufgaben bekommen. An die kann ich mich leider nicht mehr erinnern. Oh, da sind wieder Gegner. Kommt schon, verreckt. So, ich kann mich auf jeden Fall sehen. Wundervoll. Jetzt muss ich nur gucken, von wo diese komischen Teile kommen. Von diesen Teilen, glaube ich. Zerstör das mal bitte. Jetzt kann ich zurückfahren. Geht das? Ja. Geht das kaputt? Die Teile kommen von da. Wieso kommt ihr von da, hä? Was, ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst, Leute? Wie viel seid ihr überhaupt? Oh Gott, ich habe ein Problem. Mayday, Mayday, wir haben ein Problem. Was ist unsere Aufgabe? Ich habe keine Ahnung. Mach das kaputt einfach, mach das kaputt. Ich kann mich gar nicht mehr drehen. Wieso nicht? Oh Gott, ich habe ein Problem. Oh, ich bin wieder stuck. Es kann nicht wahr sein. Oh, die ist aber auch stuck. Ich kann auf jeden Fall diese Teile hier zerstören. Aber nach einer Zeit bin ich voll stuck und dann geht gar nichts mehr. So, zerstör das. Sehr gut. Ich müsste nochmal gucken, was mein Ziel, by the way, war. Ich bleibe, by the way, auch immer wieder hängen, was so richtig nervig ist. Komm schon. Und meine Laser müssen in alle Richtungen schießen. Ich brauche mehr Laser. Hier, Destroy Hive. Ah, Hive ist dieses Teil, oder? Kann ich bitte mich bewegen? Oh Gott, nervig, Leute. Kannst du bitte einfach nur dich bewegen? Anscheinend kannst du es nicht, oder? Anscheinend kannst du es nicht, Buddy. Ich bin einfach stuck. Einfach stuck. Viele Waffen brauchen Energie, damit sie funktionieren. Was braucht denn keine Energie? Ich glaube Laser, oder? Obwohl Laser brauchen auch Energie, ja. Vieles braucht Energie leider. Das ist das Problem. Deswegen nehmen wir einfach mehr Laser und packen sie an andere Stellen. Ganz andere Stellen. Hier. Dann packe ich hier eins hin auf jeden Fall. Auf die genau andere Seite packe ich hier eins hin. Man kann den nämlich einfügen, by the way. Oh, verdammt. Genau. Dann kann ich hier eins hinpacken. Wundervoll. Wir brauchen mehr. Definitiv mehr, Leute. Ich pack da welche hin. So, ich pack hier eins hin. Ich übertreibe vielleicht ein bisschen, weil im Endeffekt habe ich nicht allzu viel Energie. Aber wir können für die Energie ein Solar Panel holen, was mir jetzt gerade einfällt. Dieses Solar Panel, ihr kennt diese Teile, die geben euch durch das Solarlicht Energie, was sehr, sehr wichtig ist. Muss man so sagen, ne? Ich denke, das könnte sehr gut sein. Save and exit. Und jetzt können wir nochmal launch machen. Jetzt können wir nochmal gucken. Es ist wichtig, dass wir diese Laser haben, weil diese Laser sind diejenigen, die auch durch die Steine durchgehen können. Und diese anderen Schüsse, die sind halt einfach nur gut, um Gegner zu töten, aber halt nicht gut, um andere Sachen zu machen, ne? Wo sind meine Laser? Wieso klappen die? Habe ich überhaupt die... Oh Gott, was habe ich getan, Leute? Ich habe die falsche Waffe installiert. Ja, yeah. Komplett die falsche Waffe, so wie es aussieht. Oh mein Gott, das waren nicht die Laser. Ich bin ein Genie. Und davon kommen wir nicht, oder? Ja, die spawnen einfach wieder. Hier. Oh! Ich hab's geschafft. Yes, Baby, let's go. Hive. Das war ein Hive, by the way. Episch, Baby. Jetzt geh nach da. Ich bin irgendwie stolz auf das, was ich kreiert habe. Könnt ihr euch bitte aufladen? Oh Gott, fahr weiter. Danke. Wir brauchen mehr Energie. Mayday, Houston, uns fehlt Energie. Aber sowas von. Zerstör das. Ich kann nicht fahren. Das ist mein Problem im Leben. Fahr besser, bitte. So, da ist ein weiterer Hive, Leute. Ja, ich bräuchte mehr Laser. Ich habe einfach die... Nach da, genau. Badabun, komm schon. Ja, perfekt. Sehr schön. Lade auf, lade einfach auf, lade auf. Lade die Energie auf. Houston, wir brauchen mehr Energie. Wir bekommen noch langsam mehr Energie. Warte kurz. Mehr Energie. So viel mehr Energie. Ihr seht, es lädt sich langsam auf, was sehr wichtig ist.
dank den Solarpanels, die wir quasi geholt haben, einfach nur der absolute Wahnsinn, was hier da vor sich geht. Denn leider ist das Fahren, kostet das auch Energie. So, es fällt mir so ein bisschen schwer, das Teil zu steuern. Wow, was bist du, Buddy? Ist das der verdammte Ernst? Zerstör das! Los! Zerstör das! Geht doch, sehr schön. Meine Energie, Houston, Houston! Ich wiederhole mich ungern! Ich wiederhole mich sehr, sehr ungern! Zerstör das! Wie viel Leben habe ich, by the way, noch? Ich weiß es nicht. Sehr gut. Und jetzt zerstör diese komischen Dinger. Los! Nice. Ah, Frick, was tue ich da? Geh zurück! Oh nein, sie haben einer meiner Rückwärts-Dings-Dings-Bums da zerstört. Ah, nice. Ah, zurückwärts. Ja, mit einem ist es natürlich schwer, ne? Mit einem ist es richtig schwer, Leute. So, jetzt zerstör's. Badaboom! Ja, komm schon! Boom, sehr schön. Oh, da kommen mehr. Mehr? Easy peasy. Oh mein Gott, sind das viele. Lade auf, lade auf, lade auf, lade auf. Oh Gott. Lade auf. Wir müssen Energie aufladen, Leute. Es gibt keine andere Möglichkeit. Mayday. Wir haben ein Problem. Zerstör das Teil auch. Na los, na los, na los. Wir haben einfach keine Energie mehr, Leute. Einfach keine Energie mehr. Oh mein Gott, nein. Frick. Wir wurden zerstört. Warte mal, wenn ich jetzt nochmal reingehe, dann muss ich das wieder von vorne machen? Ich glaube ja. Oh, wir müssen ein paar Sachen verändern, so wie es aussieht, Leute. Hundertprozentig. Anders geht's nicht. Anders können wir nicht weiterkommen. Also anders können wir nicht die Herrscher der Galaxie werden, okay? Hörst du mich? Ich hoffe, du hörst mich. Wir brauchen mehr davon, hundertprozentig. Hundertprozentig, Leute. Warte mal, wird das auch mit S? Ja, sehr schön. Wichtig, okay? Wir brauchen sehr viele davon. Okay, ein bisschen... Ich gebe zu, es ist ein bisschen viel, okay? Es ist ein bisschen viel, ich gebe es komplett zu. Aber ich bin mir sicher, wir können es hinbekommen. Jetzt brauchen wir Activate A. Mehr, noch einen davon. Wundervoll. Das hier, Activate D. Sehr schön. Perfekt. Wir müssen uns nämlich besser bewegen können. Das ist quasi das Ding im Leben. Das ist definitiv das Ding im Leben. Und das genauso. Oh, das wollte ich jetzt nicht. So. Ach so, beide werden. Okay, zwei gleich, meinetwegen. Das ist auch okay. Was das genau macht, ich habe immer noch keine Ahnung. Tatsächlich bin ich relativ zufrieden. Jetzt Edit, nee, nicht Edit, sondern Launch. Lass mal sehen, ob wir nochmal von vorne beginnen müssen oder auch nicht. Wir sind zurück bei einer weiteren Mission, Soldaten, Kameraden. Let's go, baby. Oh, damn, ihr seid viele, oder? Ihr seid sehr viele und meine Schilder halten es nicht allzu lange aus. Das ist quasi das Ding, aber mein Rückwärtsgang ist ein Level höher, Buddy. Mein Rückwärtsgang weiß auf jeden Fall, was er tut. Keine Ahnung, ich brauche mehr Laser, das steht schon mal fest. Deutlich mehr Laser, Leute. Weil von dem, was ich weiß, man muss auch diese Ressourcen dort sammeln. Da ist ein weiterer Hive. Seht ihr, jetzt können wir uns besser bewegen. Oh ja, Baby, ein Taubert war. Wir vernichten die ganze Galaxie. Jeden einzelnen von euch, ihr Loser, werdet sterben. Leider wird meine Dings da nicht angezeigt. Aber Leute, man kann dem Spiel ein bisschen Geld geben. Also quasi hier, Kickstarter, damit sie quasi das Spiel mehr Geld haben. Weil so ein Spiel kostet halt sehr viel Geld, ne, um sowas zu erstellen. Deswegen, ich werde auf jeden Fall donaten nach dem Spiel, weil ich wollte das Spiel testen. Ist es gut, ist es nicht gut? Will ich donaten? Weil, ne, es bringt ja nichts, ein Spiel zu unterstützen, was man ja gar nicht mag. Sollte man auch nicht tun. Aber wenn man ein Spiel sehr, sehr mag, kann man es gerne tun. Ich werde es tun auf jeden Fall, aber ja, weil ich das Spiel sehr mag und ich werde sowieso Videos dazu machen, wahrscheinlich, vor allem wenn es rauskommt, weil ich es extrem cool finde. Ich liebe solche Spiele. Frick, es sind echt viele. Wir brauchen mehr Schilde. Mayday, mehr Schilde! Mehr Schilde! Ja. Definitiv mehr Schilde, Leute. Also wenn eins klar ist, dann sind es mehr Schilder. Hundertprozentig, Leute. Hundertprozentig. Zerstör das hier erstmal. Oh Gott. Wir haben ein Problem. Da ist die nächste. Zerstör das, zerstör das, zerstör das, zerstör das. Bevor wir explodieren. Bevor wir explodieren. Houston! Wir können dich... Wow. Wir haben es geschafft. Destroy Transmitter. Seid ihr vom Transmitter da? Ich glaube ja, Leute. Das ist ein Transmitter. Komm schon, zerstör's. Mach die Mission! Mach die Mission! Ja! Nice. Let's go, baby. Damn, bro. Okay, das ist episch. Ein Traum wird gerade bei meinem absoluten Leben. Und zerstör das auch noch. Bitte, bitte, bitte. Wir haben beide Missionen geschafft. Back to back. Wir können zurückgehen. Woo! Mission komplett. Episch, Leute. MP, Bullet, Shotgun Tower. Ich habe was dazu bekommen. MP, Bullet, Attack Speed Upgrade. Reflective Bullets, wir können also noch mehr freischalten. Okay, das ist richtig geil, Leute, kann ich ja sagen. Warte mal, müssen wir da... Wir haben doch die Mission schon geschafft. Soll ich da nochmal hin?
Was soll ich da genau dann tun? Ich habe keine Ahnung. Aber na gut, Leute, wir haben ein paar Sachen freigeschaltet. Sehr schön. Ich werde mehr machen von dem Spiel, falls es auch hoffentlich gut ankommt. Ich werde so oder so mehr machen wahrscheinlich. Aber ich hoffe, es kommt auch gut an bei euch. Also für mehr davon, lasst dann noch oben da. Falls du es bis hierhin geschafft hast, schreibe Raumschiff in die Kommentare und ich sehe dich im nächsten Mal wieder. Bye! Danke für das Zuschauen des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal eine meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts. Also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content. Und falls du schon Abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!